Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halte dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Schalter. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Glaub, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen? Töte mich doch! Und damit herzlich willkommen zum Let's Play zu Watch Dogs. Hey,
Erinnerst du dich jetzt? Zack! Bam! Und bam! Wer mich hinterrücks angreift, kriegt einen auf die Fresse. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Dann hacken wir das gute Teil mal. Bisschen Zeug hier einsammeln. Kohle kann man immer brauchen. Sonst noch irgendwas hier? Nichts mehr. Okay. Getränkeautomat. Fallen die Cola-Dosen raus. Alles klar. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Ich will mich lieber nicht identifizieren. Ich will lieber in Deckung. Wir schauen beide darüber zur nächsten Deckung. Eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Ganz ruhig. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß und zack. Wollen Sie es den anderen? Ha! Roger, the pole now by. Nichts gesehen. Passt. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big Base Steel is on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonova pitches, that's a big hit! So... Und jetzt leise hier rein. Denn da hinten müssen wir irgendwie ablenken. Ah, mal ein elektronisches Teil. Ah, einen Köder herstellen. Dann machen wir das mal. Und dann würde ich sagen, ab da hinten gegen die Wand, ne? Und anlocken. Schluck den Köder. Ganz ruhig, mein Großer. Alles ist gut.
Sir. Und rein. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Jetzt sagen wir, verstecken uns hier hinten ein bisschen. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Und durch. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Diesen Trip wirst du lieben, Kumpel. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Da hinten. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit die Räuber und Gendarmen. Das ist es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, als wir den Abteil. Ihr wählt gleich eine Gang. Dann hacken wir den ganzen Komplex hier mal. Und ein Blackout. Sollte helfen, ne? Und zack. Ganz ruhig hier durch. Schnell, 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 schnell in Deckung. Ab zur nächsten. Die sind gerade hier durch unterwegs, da kann ich nicht. Muss ich jetzt noch kurz abwarten. Sie gehen wieder alle zurück, leise vorbeischleichen und ab nach unten. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie, Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, egal. Ich muss. Okay, das heißt, wir sollen uns hier mal verpissen. Zum Glück haben wir noch einen Blackout momentan. Oh oh, das Licht geht wieder an. Ich hab's eilig. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Wir haben keine Zeit. Ja, wie ein Auto fährt. Das krieg ich schon hin. Jetzt ist mal ruhig hier raus. Ich kontrolliere die Nebenstraßen. Da sieht's doch. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich verziehe mich aus dem Auto. Und gehe mal zu Fuß weiter. Oh Mann, da hinten sind sie. Okay, die sind da hinten unterwegs. Komm schon, lauf, Mann. Hier ist eher unbewohntes Gebiet. Hier ist es gut. Oh Mann, die kommt schon wieder her. Gut, dass ich den weggenommen habe. Wo versteckt sich der Kerl? Kann ihn jemand sehen? Solange hier nicht. Solange die hier nicht den Feldweg hochkommen, ist alles gut. Oh Mann, die kommen da hinten entlang. Wo sind die? Ich fahre natürlich genau den Weg ab, an dem ich momentan laufe. Oh oh. Oh oh.
Ja, nee, ist klar, ne? Ja, nee, ist klar, ne? Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, da habe ich ein anderes Gefühl. Komm, lauf. Zu Fuß oder mit dem Auto? Naja, das weckt zu viel Aufsicht erstmal. Zu Fuß weiter. Wir sind fast aus dem Zielgebiet raus. Erstmal hier hinten über die Gleise. Da ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ gering, dass sie hier entlang fahren. Kontrolliert die Tunnel. Ah, da spielt jemand Gitarre. Mhm. Wir fahren hinten auf der Straße entlang. Alles gut. Gleich bin ich raus aus dem Gebiet. Komm schon, nur noch ein paar Meter. Oh, da bahnt sich hier auch ein Gewitter an. So, ich bin raus. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon wieder. Ich brauche jetzt erstmal ein Fahrzeug. Ich hoffe, mich meldet hier niemand. Ich brauche einen Weg darunter. Ah, ich nehme die Abkürzung. Da, wo wir hergekommen sind, also hier hoch. Über den Feldweg. Na, 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 na. Ah, eine Schanze. Oh Mann. Scheiße. Erregt vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber nur minimal. Entschuldigung. Entschuldigung. Bitte nicht die Polizei rufen. Das wäre ganz nett. Einmal hier durch. Alles ist gut. Wir sollen jetzt also zum Versteck zurück. Sollte machbar sein. Und da sind wir auch schon. Oh, scheiße. Ich bin fahrunfähig. So, einmal einparken. Möglichst wenig Aufsehen erregen. Und dann rüber zum Versteck. Ah, hübsches Gewitter. Wobei regnen tut es ja nicht wirklich, ne? Ist halt nass. Und ist gewittert, aber keine Regen. Okay. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Entschuldigung, bin ein bisschen sauer, weil ich nicht weiß, wer diese Person ist. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben,
teilen wir ihn mit dir. Dieser Map da gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Oh, ich habe Skillpunkte. Tore und Garagen, okay. Brücken, Poller, Zusatzakku, Geldautomaten-Hack. Fahren. Auto öffnen. Naja, das ist auf jeden Fall defensiver Fahrer. Brauche ich nicht. Dann Waffen. Ruhiger Arm. Immer hilfreich. Fokus. Geil. Und dann noch ein bisschen was zum Hacken. Hochbahnsteuerung. Brücken. Also Poller auf jeden Fall. Zusatzakku. Ja, nehmen wir auch. Fürs Erste auf jeden Fall. Passt soweit. Mission beendet. Gehen Sie schlafen. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tagezeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt, das Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Erfahrungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Mission nicht verfügbar. Alles klar, dann legen wir uns nochmal schlafen. Auf 7 Uhr morgens, würde ich sagen. Und damit guten Morgen. Ich will mich nicht so an Sie erinnern. Nie träume ich von Ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn Sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Waffe freigeschaltet. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Ja, alles klar, machen wir doch. Das Bankkonto von einem... Von der Thekenkraft? Nee, das mache ich nicht. Der hat eh kein Geld. Oh, ein Systemschlüssel. Das tut keinem weh. Was hat der hier? Auch ein Systemschlüssel. Nehme ich. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Kauft oft Kondome. Yeah. Mögliches Verbrechen. Und was haben wir hier noch? Du weißt genau, was sie macht. Sie kommt da rein, streckt ihren Arsch raus, schüttelt sich die langen Haare. Da kann ich ganz normal hacken. Na, ich soll das mögliche Verbrechen aufdecken. Aber erst okay. Das mache ich als erstes. Daphne, du weißt, dass du Single bist. Du musst versuchen, ob da was geht. Spiel nicht verrückt, beruhig dich. Scheiße, ich gehe jetzt zu ihr. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich habe ihn. Okay. Dann ab zum Wegpunkt. Okay. Er ist hier irgendwo.
muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Identifizieren. Ja, da hinten. Das ist der Ort. Wenn der Typ, das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Ja, Superkräfte, ich kann es spüren. Wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich, ich bin nicht fertig. Okay. Da muss ich eingreifen. Das ist verrückt. Komm schon. Da kann ich nicht drüber. Mann, wieso nicht? Jetzt habe ich natürlich Rückstand. Oh shit. Komm schon, schnapp ihn dir. Zack. Hab ich dich. Jetzt gibt's eine in die Fresse. Jetzt tut er keinem mehr was. Jetzt nicht mehr. Verbrecher neutralisiert, Opfer unverletzt. Neue Fähigkeit. Ah, ich habe aber noch keine Punkte.